Was ist eigentlich mit Mario Kart Tour, das ja noch dieses Jahr erscheinen soll? Welche Neuigkeiten gibt es da? Genau darum will ich dieses Video machen, um euch einfach mal auf dem neuesten Stand zu halten, weil ich ja weiß, dass viele unter euch Mario-Fans sind bzw. sich extrem auf das Spiel freuen. Für die, die nicht wissen, was Mario Kart Tour ist, werde ich euch kurz nochmal erklären, um was es sich dabei handelt. Mario Kart Tour ist ein Mario Kart für die Smartphones, also für iOS und Android, und es soll eigentlich in der ersten Hälfte 2019 erscheinen. Gerüchten zufolge soll es ein Free-to-Play Play-Modell werden, was meiner Meinung nach auch am meisten Sinn macht. Erstmal, wie stelle ich mir ein Mario Kart auf dem Smartphone vor? Also die Steuerung auf dem Smartphone wird höchstwahrscheinlich Bewegungssteuerung sein, aber ich denke, Nintendo nimmt sich das nicht, auch das Lenken via Tippen einzubauen. Und laut neuesten Berichten von Nintendo arbeiten sie gerade extrem an der Qualität des Spiels, weil, ganz ehrlich Leute, ein Mario Kart auf dem Smartphone ist schon eine echte Hausnummer für Nintendo, denn es kann wirklich extrem durch die Decke gehen. Überlegt euch mal, 8 Spieler Multiplayer via Bluetooth oder Internet, was für ein Spaß das machen würde. Und wenn das Ganze noch Free-to-Play ist, also für jeden zugänglich, denn jeder hat heutzutage ein Smartphone und jeder hat damals irgendwann mal Mario Kart gespielt und liebt es, wird das Spiel einfach extrem durch die Decke gehen. Auch wenn man sagen muss, dass Super Mario Run, also das 2D-Jump'n'Run für Smartphone von Nintendo, bis jetzt ihr kleinster Erfolg war, und zwar mit Abstand, liegt Super Mario Run hinten. Hier mal die Tabelle eingeblendet mit Nintendo und ihren Smartphone-Titeln und deren finanzieller Erfolg. Ihr seht, Fire Emblem Heroes ist damit ganz vorne. Dragalia Lost und Animal Crossing Pocket Camp auch, weit vor Super Mario Run. Und das liegt daran, dass diese Spiele Free-to-Play waren und einfach für jeden zugänglich sind und man halt in der App, also in dem Game, die Option hat, Geld auszugeben. Und über die letzten Jahre hat sich das halt erwiesen, dass Leute wesentlich mehr Geld ausgeben für einen Free-to-Play-Titel, anstatt einmal 10 Euro für ein Super Mario Run. Natürlich muss man auch sagen, dass Fire Emblem Heroes immer mit neuen Charakteren, Updates und Events gebuttert wird von Nintendo sozusagen, dass es auch immer eine Langzeitmotivation gibt, die das Spiel bietet. Und wenn man sich einfach mal diese Zahlen anguckt, macht es Sinn, dass Mario Kart Tour, was Gerüchten zufolge im Sommer jetzt 2019 erscheinen soll, auch ein Free-to-Play-Titel werden wird. Die Sache ist nur, wie will Nintendo die In-App-Käufe rechtfertigen? Mit neuen Karts, neuen Charakteren, neuen Strecken, okay. Aber bietet das wirklich diese Motivation? Das muss man sich dann fragen. Und ich bin auch gespannt, wann wir mal das erste Gameplay sehen. Denn alles, was ich jetzt hier eingeblendet habe, ist nicht Mario Kart Tour, denn davon gibt es noch kein Gameplay. Aber ich denke, es wird nicht mehr lange dauern, bis die ersten Sachen erscheinen. Denn die erste Meldung kam am 1. Februar 2018, also schon über ein Jahr, hatten wir die Ankündigung von Mario Kart Tour. Und es sollte eigentlich jetzt schon in unseren Händen sein, beziehungsweise es sollte im Ende März 2019 in den Stores zum Runterladen verfügbar sein. Aber jetzt haben wir schon den April und es ist immer noch nicht erschienen. Und ich denke, das liegt an der Entwicklung der Free-to-Play-Titel, die Nintendo auf den Markt gehauen hat, die einfach mit so einem Erfolg zu verbuchen sind, dass sie einfach Mario Kart Tour Free-to-Play anbieten möchten, aber dann mit In-App-Käufen. Meine persönliche Meinung, mir wäre ein 10-Euro-Preis lieber und dann ein Spielerlebnis, was wirklich ohne In-App-Käufe auskommt, beziehungsweise wo man nicht die ganze Zeit das Gefühl hat, dass man sich ein besseres Kart kaufen könnte, was dann auch einen spielerischen Vorteil geben könnte oder sonstiges, wenn man jetzt Geld ausgeben würde. Aber einen guten Punkt hat es, und zwar, dass alle, auch ihr Leute, es höchstwahrscheinlich spielen werden, wenn es umsonst verfügbar ist für jedermann. Für alle, die sich auf ein richtiges Kart-Game dieses Jahr freuen wollen, kann ich nur das am 21. Juni erscheinende Crash Team Racing Nitro Fueled empfehlen, was auch für die Nintendo Switch erscheint und wirklich das Kart-Racing-Game meiner Kindheit war. Denn das Ganze ist ein Remake aus dem Jahre 1999, was damals für die PlayStation 1 erschienen ist, und es war wirklich mein Lieblings-Kart-Racing-Game. Ich finde es besser als Diddy Kong Racing oder irgendein Mario Kart. Es steht dem auch nichts nach. Es hat all das, was ein wirklicher Fun-Kart-Racer braucht und sogar einen abwechslungsreichen, schönen Story-Mode mit Bosskämpfen, was damals zu der Zeit revolutionär war. Und es bietet auch wirklich Langzeitmotivation und auch Wiederspielwert für die einzelnen Strecken. Deswegen kann ich euch es nur empfehlen, es wirklich mal auszuprobieren. Aber ein einzelnes Video kommt demnächst zu Crash Team Racing im Vergleich zu Mario Kart. Deswegen bleibt dran, ich bin damit raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.